uns daran zu erinnern, dass wir uns in die Augen schauen müssen. Demokratie zu schützen und das heißt, sie zu erweitern und zu vertiefen, nicht nur sie zu verteidigen. Unsere Demokratie und das Projekt Europa zu verteidigen mit all dazu gehörenden Grundrechte und Grundteilen. Und zwar alle unabhängig von... Wer einer der Grundpfeiler unserer Demokratie angreift, und das tun die Rechtsextremisten jeden Tag, greift unsere Gesamtdemokratie an und führt sie zum Wanken. Wir haben die Macht an. Sehe ich dich im Traum, will wieder aufwachen und in die Augen schauen. Wie Identitäten uns auseinanderdividieren. Menschen, die wir als Freunde geglaubt haben. Bündnispartner, die zusammenbrechen. Aber genau deswegen kommen wir heute auch zusammen, um uns daran zu erinnern, dass wir uns in die Augen schauen müssen, dass wir nicht immer einer Meinung sein müssen, aber dass wir einer Meinung sind, wenn es um den Kampf gegen Extremisten sind, dass wir stärker sind als die Rechtsextremen und sehen. Wir sehen alle Seiten. Und dass wir, und beginnen, finde ich, von Erosion von Demokratie. Kolleginnen und Kollegen, wow, ihr seht toll aus. Signal aus Berlin nach ganz hier für die IG Metall. Das wissen wir, wir sprechen Menschlichkeit und Solidarität und unsere Nächstenliebe. Voll Teufel, Kolleginnen und Kollegen. Genau. Mit denen wir täglich zusammenarbeiten. Wir widersetzen uns dem gefährlichen Staat. Egal welchen Alters.
egal welcher Qualifikation. Und es ist erst recht egal. In etwa 260 Städten alleine heute finden Kundgebungen und Demonstrationen statt. Überall in Deutschland sagen die Menschen, wir wollen eine lebendige Demokratie. Wir wollen eine bunte Republik der Vielfalt und der gegenseitigen Achtung. Genau, wir sind bunt statt braun. Dass die Rechten unsere demokratische Grundordnung in Deutschland immer wieder Schauplatz von blutigen Kriegen war. Und ein dritter Punkt. Das europäische Lieferkettengesetz, das unsere Stimme für ein demokratisches. Jetzt wirklich mit dem Hut auf euch auf, wir stehen hier schon eine Weile. Vor zu kommen auf die Straße, um abzufeiern mit den geilen Musik-Acts, die wir später. Wir machen nochmal einen kleinen Spruch gemeinsam und Baro, ich würde sagen, viel Spaß bei der Rede. Die Demokratie zu schützen und das heißt, sie zu erweitern und zu vertiefen, nicht nur sie zu verteidigen. Rest me on the ground.